Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Hinter den Kulissen des Bundestages. Ich freue mich, dass wir heute wieder darüber sprechen können, was eigentlich dort geschieht, wo die Öffentlichkeit nicht zu sehen kann. Hinter mir seht ihr das Reichstagsgebäude. Das ist der Sitz des Bundestages und alles, was im Plenarsaal geschieht, kann man im Fernsehen oder im Internet verfolgen. Aber was ist eigentlich in den Ausschüssen los? Unsere Fraktion hatte zu Beginn dieser Legislaturperiode einen Antrag eingebracht, dass wir diese Ausschüsse auch öffentlich tagen lassen wollen. Das wurde von der Mehrheit abgelehnt. Und darum haben wir gesagt, jetzt erzählen wir einfach mal, was dort passiert. In jeder Sitzungswoche ist ein anderer Kollege, Kollegin der Fraktion Die Linke hier bei mir und wir erwarten auch heute wieder Erhellnis. Ich begrüße herzlich Viktor Perli. Viktor Perli ist seit 2017 im Bundestag und natürlich hat jeder Mensch besondere Eigenschaften, Dinge, die ihn besonders auszeichnen. Bei dir fällt mir natürlich neben deiner hohen Fachkompetenz im Haushaltsausschuss immer auf, du hast drei Pässe. Wie kommt man zu drei Pässen? Das liegt daran, dass meine Eltern beide eingewandert sind. Meine Mutter kommt aus Holland, mein Vater kommt aus Italien. Und ich bin dann hier in Deutschland 2006 eingebürgert worden. Und so kommt es, dass ich durch die beiden Eltern und durch die Einbürgerung dann drei Staatsbürgerschaften habe. Und welche Vorteile hat das für dich? Naja, es ist alles Europäische Union. Es gibt gar nicht so viele Unterschiede. Natürlich Reisefreiheit, Grenzkontrollen hatten wir sowieso, haben wir alle. Ich kann wählen bei den Parlamentswahlen in den drei Staaten. Bei der Europawahl aber nur bei einem Land, also nur hier in Deutschland. Und du unterstützt natürlich in allen Ländern linke Parteien. So ist es, ja. Du bist, bevor du in den Bundestag gewählt worden bist, ja auch schon im Niedersächsischen Landtag gewesen. Und du kennst dich natürlich in deinem Bundesland gut aus. Was ist denn das Besondere an deinem Wahlkreis? Ja, der Wahlkreis ist Salzgitter-Wolfenbüttel. Und das ist ein sehr unterschiedlicher Wahlkreis mit vielen Facetten, weil es zum einen eine Industriestadt umfasst mit Salzgitter, wo es viele Großbetriebe gibt, wo ein großer Stahlstandort ist. Und zum zweiten der Landkreis Wolfenbüttel, der sehr ländlich geprägt ist, wo die Landwirtschaft eine große Rolle spielt. Und eine negative Sache ist, dass wir der einzige Wahlkreis in der Bundesrepublik sind, wo es zwei Atommülllager gibt. Ein existierendes, ein skandalöses mit dem Atommülllager Asse 2, wo der gesamte Atommüll von Westdeutschland aus den 60er und 70er Jahren drin ist. Da läuft Wasser heute rein. Es gibt ein Bundesgesetz, was sagt, dieser Atommüll muss rausgeholt werden, weil das instabil ist und ansonsten die Bevölkerung bedroht ist. Und ein kommendes Endlager in Salzgitter, Schacht Konrad, wo der mittelradioaktive Müll eingelagert werden soll. Die Linke ist da vor Ort an der Seite von den Bürgerinitiativen, von der IG Metall, von den Landwirten, die sagen, das ist eine Sauerei. Es geht auch nicht, dass ein Atommülllager mitten in der Stadt, mitten auf einem Industriegelände gebaut wird. Und das lehnen wir ab. Es muss faire Suche geben nach so einem Lager. Ich erwähnte es ja schon, wir arbeiten gemeinsam im Haushaltsausschuss, quasi Schulter an Schulter, natürlich im Augenblick mit sehr viel Abstand. Und häufig haben selbst unsere Kollegen ja Fragen, was macht ihr denn da eigentlich so alles im Haushaltsausschuss? Wir beide wissen, alles, was man wirksam umsetzen will und kann, hat mit Geld zu tun. Aber es wird natürlich auch viel kontrolliert, die Geldbewegung. Und du hast im März eine Website mindestlohnbetrug.de freigeschaltet. Was hat es damit auf sich? Es gibt einen ziemlich großen Skandal. Wir haben seit 2015 den Mindestlohn in Deutschland, der per Gesetz festgelegt ist, aktuell 9,50 Euro beträgt. Und es ist inzwischen herausgekommen, dass dieser Mindestlohn millionenfach nicht gezahlt wird. Es gibt eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW, im Auftrag vom Gewerkschaftsbund. Und die hat festgestellt, dass 2,4 Millionen Beschäftigte in Deutschland dieser Lohn vorenthalten wird, also Dumping betrieben wird. Und wir haben im Haushaltsausschuss immer abgefragt, wie viel Personal gibt es für die Kontrollen? Wie oft wird kontrolliert? Und es passiert viel zu wenig. Olaf Scholz ist als Finanzminister zuständig. Er ist der Kopf, der zuständig ist für den Zoll, für
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und es ist hier viel zu wenig passiert. Und dann habe ich dieses Portal in die Welt gesetzt, wo man Hinweise geben kann auf Mindestlohnbetrug, um dann Druck zu machen. Also ich nehme das entgegen, ich prüfe das, gehe auf die Behörde zu und gebe das weiter und dann kontrolliere ich. Habt ihr da jetzt eingegriffen? Ist sichergestellt, dass die Leute da vor Ort endlich mindestens diesen Mindestlohn bekommen? Welche Bereiche sind da besonders betroffen? Das ist der gesamte Niedriglohnsektor, den man sich anschauen muss. Wir haben beispielsweise viele Fälle auf dem Bau, aber auch in der Landwirtschaft. Ich sage mal Stichwort die Spargelstecher. Es gibt natürlich auch Zusteller, die beklagen, dass sie völlig unrealistische Leistungsvorgaben haben. Sie müssen zum Beispiel die Zeitungen austragen in 3 Stunden, brauchen dafür aber 5, bekommen nur 3 bezahlt. So wird dann der Mindestlohn umgangen und da muss man natürlich kontrollieren und einschreiten. Der Staat darf nicht wegschauen, wenn millionenfach der Mindestlohn nicht eingehalten wird. Wir haben ja im Haushaltsausschuss quasi die Minister unter uns aufgeteilt, in Anführungsstrichen. Das heißt, jeder hat nochmal spezielle Verantwortungsbereiche. Bei dir fällt auf, du hast dich für 2 CSU-Minister entschieden. Wie kam das? Ja, zum einen ist es Bundesinnenminister Seehofer, also ist das Innenministerium, was ich kontrolliere, und zum zweiten das Verkehrsministerium. Da ist Andi Scheuer Minister. Er ist zuständig für den gesamten Verkehrsbereich, aber auch für die digitale Infrastruktur. Und das sind 2 Ministerien, wo, finde ich, auch vieles schief läuft. Das hat mich interessiert, dort genauer hinzuschauen. Und dann sind es natürlich auch nochmal Persönlichkeiten, wo wir uns als Linke richtig auch fetzen, weil die für komplett falsche Politik stehen. Und deswegen habe ich mir diese 2 Ministerien ausgesucht. Du hast ja vor einiger Zeit sogar eine Strafanzeige gegen Andreas Scheuer gestellt. Worum ging es dort? Wir erinnern uns, die Bundesregierung hat versucht, eine Pkw-Maut für Ausländer in Deutschland einzuführen. Da gab es von Anfang an große Kritik dagegen, weil es diskriminierend ist, weil es gegen Europarecht verstößt. Und der Verkehrsminister hat in der Planung dieses Gesetzes den Betreiberfirmen, das sind 2 Konzerne, versprochen, dass auch wenn dieses Gesetz kassiert wird vom Europäischen Gerichtshof, dass trotzdem für 12 Jahre die Gewinne ausgezahlt werden. Und wir haben das scharf kritisiert. Es kam dann auch so, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, das ist nicht vereinbar mit Europarecht. Und der Minister hat alle Warnungen in den Wind geschlagen, nicht nur aus der Position, auch von dem Bundesrechnungshof. Er hatte auch den Haushaltsausschuss belogen. Er hat mehr Geld ausgegeben für dieses Gesetz, als ihm zur Verfügung gestellt worden ist. Und da haben wir gesagt, Fabio De Masi und ich, das ist nicht hinnehmbar. So geht man nicht mit dem Geld der Bürger um. Hier muss auch eine Staatsanwaltschaft draufschauen und haben ihn angezeigt. Du hast gerade das Stichwort Bundesrechnungshof erwähnt. Welche Rolle spielt denn der Rechnungshof im Haushaltsausschuss? Der Bundesrechnungshof, das ist eine unabhängige Bundesbehörde, die zum einen, so wie wir, die Bundesregierung kontrolliert, zum anderen aber auch das Parlament berät, also Hinweise darauf gibt, was nicht gut läuft. Und die haben eine Möglichkeit, die wir nicht haben. Die dürfen eben auch in die Ministerien gehen, dürfen sich die Akten anschauen, dürfen dort Befragungen vornehmen und dann schreiben sie Berichte. Und diese Berichte sind für uns sehr, sehr aufschlussreich und auch hilfreich in der parlamentarischen Arbeit. Stichwort Berichte. Wir haben gerade im Haushaltsausschuss über einen Bericht der Regierung über sogenannte ÖPP, öffentlich-private Partnerschaften, diskutiert. Da ging es auch um die Autobahnen. Kannst du dazu genaueres sagen? Ja, der Verkehrsminister Scheuer, das ist jemand, der sehr stark Lobbyinteressen folgt. Es gibt seit langem das Interesse von Lobbygruppen, dass die Autobahnen, dass die Straßen privatisiert werden. Es gab in der letzten Legislatur den Versuch, das gesamte deutsche Autobahnnetz in private Hand zu geben. Da ist mit viel Widerstand und Protest das verhindert worden. Aber es ist durchgesetzt worden, dass dieses Autobahnnetz in eine privatrechtliche Gesellschaft überführt wird, die dem Bund gehört, die Autobahn GmbH. Und das macht es für uns schwieriger, das zu kontrollieren, weil das nicht mehr im Haushalt drin steht. Es sind nur noch die Zuweisungen an diese Autobahn GmbH jetzt drin. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass er dauernd versucht, beim Autobahnbau zu privatisieren, ÖPP-Projekte zu machen. ÖPP, das heißt, dass die öffentliche Hand und private Betreiber zusammenarbeiten. Unterm Strich ist das für die öffentliche Hand viel teurer, als wenn sie es selbst macht, weil natürlich die Privaten damit Geld verdienen wollen, Rendite machen wollen. Und es zeigt sich immer wieder, dass
da mit schlechten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen das schön gerechnet wird, diese Privatisierung. Und am Ende kommt es dann für uns viel, viel teurer als Steuerzahler. Das kritisieren wir scharf. Wir sagen, dass die Straßen in Deutschland, die aus Steuergeld bezahlt worden sind, in die öffentliche Hand gehören und nicht noch Rendite mitgemacht werden soll durch private Konzerne. Ein Beispiel für Kostensteigerung hast du gerade herausgefunden. Die A20 wird teurer als geplant. Wie hast du das herausgefunden? Wie funktioniert so etwas? Wenn es ein Projekt gibt, was sozusagen aktuell in Planung ist, dann fragen wir regelmäßig ab, wie ist der Sachstand, wie ist die Kostenentwicklung, was tut sich da? Und hier ist eine kleine Anfrage gestellt worden, wo wir auch in Zusammenarbeit mit Umweltverbänden, mit den Bürgerinitiativen vor Ort ganz kritische Fragen gestellt haben. Und da musste das Ministerium zugeben, dass die Planung, die sie hatten, völlig aus dem Ruder geraten ist, dass jetzt über 1 Milliarde Euro mehr anfällt nach dem jetzigen Stand. Wir rechnen mit, dass es noch weiter steigen wird. Es ist auch ganz chaotisch umgesetzt. Sie können nicht mal mehr sagen, wann der Bau beginnen soll, wann das Ganze enden soll. Und das für ein Autobahnprojekt, was für die Region keinen Nutzen hat, was massiv umweltschädlich ist. Also sind Moore, die werden zerstört. Und wo eigentlich ein aus der Zeit gefallenes Projekt noch durchgesetzt werden soll, was auch in der Region auf scharfe Ablehnung stößt. Ein weiteres Thema, was ja auch mit diesem Ministerium zu tun hat, ist die Zuständigkeit für die digitale Infrastruktur. Was ist da zu berichten? Sind wir da auf dem neuesten Stand in Deutschland? Deutschland ist ein Land der Funklöcher und des schlechten Breitbandausbaus. Und beides ist eigentlich die Aufgabe von diesem Skandalminister Scheuer. Aber auch hier sieht es wirklich schlecht aus. Wir sind im internationalen Vergleich weit unten, sowohl beim Mobilfunknetz als auch bei der digitalen Breitbandinfrastruktur. Ein aktueller Fall, den wir jetzt gerade im Ausschuss hatten, ist die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft. Muss man sich das so vorstellen? Das Problem ist inzwischen erkannt worden. Es gibt immer noch über 4000 Funklöcher in Deutschland, die sollen geschlossen werden. Aber eigentlich muss man ja sagen, liebe Betreiber, macht das doch mal endlich. Dafür habt ihr doch die Lizenzen bekommen. Die weigern sich aber, weil sie sagen, da wo wenig Menschen wohnen, da lohnt es sich nicht zu investieren. Und wir sagen, dann muss man Druck machen. Da muss man auch Strafen aussprechen, wenn dort nicht entsprechend das umgesetzt wird. Was macht jetzt Minister Scheuer? Er gibt nochmal 5 Milliarden on top als Extra-Bonus für diese drei Mobilfunkkonzerne. Und wir glauben, dass das sozusagen so überhaupt nicht schnell vorangeht. Es ist jetzt auch so, dass der Bundesrechnungshof festgestellt hat, diese Infrastrukturgesellschaft kommt überhaupt nicht in Gang. Und hier wird wieder viel Zeit verplempert. Es werden Konzerne gepampert. Das ist nicht in Ordnung. Ja, zwei Themen möchte ich noch ansprechen. In der vergangenen Woche haben wir mit Karen Ley über die Frage Wohnungsbau, Mieten gesprochen. Das Innenministerium ist ja nicht nur für Bauen zuständig, sondern auch für den Sport, für die Sportstätten. Was sind da deine Erfolge, über die du uns berichten könntest, oder deine Vorschläge? Es gibt ein sehr wertvolles Programm, was auch im Haushaltsausschuss durchgesetzt worden ist von den Parlamentariern. Eine Förderung für die kommunalen Sportstätten, für auch Jugend- und Kulturräume vor Ort. Und das wird regelmäßig ausgeschrieben. Und wir haben die Situation, wir wissen, es gibt eine Finanznot in vielen Kommunen, dass es enorme Nachfrage gibt. In der letzten Runde, die gestartet worden ist im letzten Sommer, gab es über 1000 Projektanträge aus den Kommunen, die einen Umfang hatten von über 3 Milliarden Euro. Und es ist aber viel zu wenig Geld zur Verfügung gestellt worden von dem Haushaltsausschuss. Da haben wir Druck gemacht, dass es eben erhöht wird. Es sind nur 600 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, das Projekt ist eigentlich 5- bis 6-fach überzeichnet. Und hier sind wir dafür, dass man versucht, dass möglichst alle Kommunen, die gute Anträge stellen, auch in den Nutzen dieses Projektes kommen. Und das ist auch aus unserer Sicht dringend notwendig. Man muss sich nur eine Zahl vor Augen führen. In den letzten 20 Jahren sind über 1000 Schwimmbäder geschlossen worden. Häufig, weil es eine Finanznot gibt vor Ort. Und wir sagen, der Bund ist in der Pflicht, das abzuwenden. Erstens sollte es sowas überall geben, Schwimmmöglichkeit. Zweitens ist es auch für die Kinder wichtig, dass sie schwimmen lernen. Das ist auch eine Frage der persönlichen Entwicklung, der Sicherheit. Es gibt eine steigende Zahl von Menschen, die ertrinken. Das kann verhindert werden, wenn die Kinder schwimmen lernen. Und deswegen ist der Bund in der Verantwortung, hier für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Letztes Stichwort, Deutsche Bahn.
Wir haben ja keinen extra Ausschuss im Bundestag für die Bahn, aber die Bahn ist ja im 100-prozentigen Besitz des Bundes. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt da, Kontrolle auszuüben? An zwei Stellen. Im Haushaltsausschuss zum einen, ich kontrolliere eben den Verkehrsetat, da ist die Bahn ein ganz wichtiger Part. Zum zweiten im Bundesfinanzierungsgremium. Was ist denn das schon wieder? Auch noch tätig, genau, das ist ein eigentlich geheimtagendes Gremium, muss man sagen. Das aber ist immer, es ist bekannt, dass es dieses Gremium es gibt. Daher darf man noch darüber sprechen. Richtig, also es ist aber immer in geheimer Atmosphäre. Es darf nicht nach außen getragen werden. Ich kann aber so viel sagen, dass dort auch zum Beispiel regelmäßig der Bahnvorstand, also die Spitze des Konzerns, uns Rede und Antwort stehen muss über die Dinge, die nicht gut laufen. Wir finden, dass der Bund viel stärker auch vorgeben müsste, in welche Richtung es gehen soll. Die Bahn ist ein ganz wichtiges Verkehrsunternehmen. Wir brauchen mehr Bahn. Wir brauchen zum Beispiel auch mehr Güter auf der Schiene statt auf den vollen Autobahnen. Wir brauchen eine günstigere Bahn. Wir brauchen eine, die wieder die Regionen anschließt und nicht nur Städte verbindet. Und das Problem ist, es versucht worden ist, wiederum von CDU, FDP, aber auch von SPD und Grünen, die Bahn zu privatisieren, an die Börse zu bringen vor einigen Jahren. Und daran krankt dieser Konzern noch heute. Wir möchten eine öffentliche Bahn, die Menschen verbindet und die nicht Rendite einfahren muss. Vielen Dank, Viktor. Wir konnten nur einen Bruchteil der Themen, die du im Haushaltsausschuss auch diskutierst und vorbereitest und natürlich vor allen Dingen auch kritisch an die Öffentlichkeit bringst, besprechen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir werden in der kommenden Sitzungswoche mit Kerstin Kassner sprechen. Kerstin Kassner ist gleich in drei Ausschüssen des Bundestages, Tourismus, Petition und Kommunal- bzw. Bauausschuss. Ich freue mich wieder auf freundliche Rückmeldungen, natürlich auch auf kritische Fragen. Sie können in der Mediathek auf dem YouTube-Kanal der Fraktion Die Linke im Bundestag, www.linksfraktion.de, sich alle Folgen noch einmal anschauen. Mein Name ist Gesine Lötsch und ich freue mich darauf, Sie demnächst wiederzusehen.